Sie ist der Oberbürgermeister der Stadt Mannheim, Dr. Peter Kurz. Herr Kurz, 2013, wir haben es eben gehört, neigt sich dem Ende, Jahresabschlussfeier bei der IHK Rhein-Neckar. Aus Sicht des Oberbürgermeisters von Mannheim, wie ist 2013 verlaufen? 2013 war ein sehr intensives Jahr mit ganz vielen Projekten und Ereignissen in der Stadt. Natürlich die Buga-Entscheidung. Zum ersten Mal ein Bürgerentscheid, der bindend war und ein großes Projekt, das die nächsten 10 Jahre auch mit prägen wird. Natürlich die großen Investitionen in die Stadt. Und da ist jetzt, glaube ich, auch ein psychologisch wichtiger Moment erreicht, gerade in diesen Tagen, nämlich, dass die ersten Projekte fertig werden, P3, das Parkhaus in R5. Also jetzt sieht man auch ein bisschen Licht am Ende des Tunnels. Es wird nicht nur neu aufgerissen, sondern es wird auch etwas zu Ende gebracht. Glaube ich auch wichtig für die Psychologie. Aber es ist natürlich eine enorm positive Entwicklung an der Stelle insgesamt. Bei den Konversionsflächen sind wir enorm vorangekommen. Bei Törli wird schon kräftig gebaut. Und wir haben dort wirklich eine interessante Mischung an Investoren aus ganz unterschiedlichen Bereichen und eine gute soziale Mischung auch. Wir haben Taylor kaufen können und haben dort eine schöne Planung vorgelegt und auch da schon erste Investoren. Wir sind in der Endphase für den Wettbewerb um Hammonds, also auch dort eine Planung noch in diesem Jahr vorzulegen, sodass es dann auch nächstes Jahr losgehen kann. Das Glücksteinquartier ist jetzt zumindest mal mit der Südtangente voll entwickelt. Sie wird jetzt gerade offiziell übergeben. Also die Stadt ist wirklich in einem Wandlungsprozess und wir haben da ganz viel letztlich auch positive Signale. Natürlich das Kindergartenprogramm, Kindertagesstättenprogramm, über 50 Millionen Euro Investition. Und hier haben wir große Schritte nach vorne gemacht. Auch die Betreuungssituation an den Schulen hat sich deutlich entspannt. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch Ereignisse gehabt in der Stadt, die schwierig waren. Wenn ich an den schrecklichen Mordfall denke mit der litauischen Studentin Gabriele, Großschadensereignisse in Ludwigshafen, in Hartenheim, die auf die ganze Region auch mit ausgestrahlt haben. Das waren sicher die Schattenereignisse des Jahres 2013. Aber insgesamt kann man sicher sagen, mehr Licht. Abschließend die Frage, was wünscht sich der Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz von Mannheim für das Jahr 2014? Ja, im Grunde, dass wir das so fortsetzen können, was wir jetzt angelegt haben, dass wir konjunkturelle Stabilität haben und dass damit natürlich auch noch ein Mehr an sozialer Integration gelingt, dass wir jetzt nicht vor noch weitere Herausforderungen gestellt werden, auch mit dem Thema Zuwanderung, sondern dass wir den eingeschlagenen Weg jetzt auch umsetzen können in Richtung Integration und nicht noch mit neuen Herausforderungen konfrontiert werden. Das sind so die großen Themen, die natürlich uns auch bewegen. Aber ich bin optimistisch, dass 2014 insgesamt ein gutes Jahr wird. Vielen Dank, Herr Dr. Peter Kurz. Dankeschön.